Hey Leute und willkommen zurück zu unserem Let's Play von Age of Wonders 2. Wir sind immer noch in der Mission Leben 1 und ja, wurden das letzte Mal ein bisschen überrascht von dieser Truppe von Yaka und versuchen ansonsten erstmal unsere Territorien zu halten. Das war so der Plan. Territorien halten und die Stadt unten wieder einnehmen. Ja, Leben 1 ist schon ganz schön knackig, muss ich sagen. Gegen 4 Gegner ist schon nicht ohne. Jetzt ist eher die Frage, was Yaka noch so alles macht. Will er jetzt die andere Stadt auch noch angreifen? Ne, er haut ab. Das finde ich gut. Ja, so mit vereinzelten Truppen kommt es gar nicht so verkehrt. Die kann ich dann vereinzelt aufhalten. Das nervt schon eher. Dass er hier abzieht, finde ich aber gut. Und würde vertreiben, sehr gut. Fruchtbar machen kann man auch mitnehmen. Okay. Okay. Tja, was machen wir jetzt mit euch? Eine Werft bringt uns mehr Gold auf Dauer. Ich habe gerade hier gebaut, das war mir Speer. Oder Nymphen. Erstmal zwei Speer, dann zwei Nymphen. Ja, geht hier runter. Freibeuter, das ist gut. Mönch ist gut. Zwei Mönche. Auch noch Katapulte eventuell. Gold reicht nicht. Machen wir das anders und sagen wir hier nichts. Dafür hier. Bei Katapulte, die helfen uns die Stadt einzunehmen hier dann. Okay, ein Hund bereit. So. Produzieren wir dann auch noch Einheiten, um die Stadt hier versuchen, also dass wir die Stadt wieder einnehmen können. So. Hier. Ja, mach mal. Spart Verluste, also spart Einheiten, so rum. Ja, man, das eine ist bereit, habe ich verstanden. Bleibt erstmal trotzdem Verteidiger. Dann müssen wir noch, wenn es noch das erste Katapult warten vielleicht. Dann dürften wir angreifen können. Ja. Da liegt einfach Gold rum. Das aber hole ich mir noch gerne. Ich habe jede Menge Mana. Gebietshaberobjekt. Was verlangst du für diesen Ring? Wie viel? 300 und mehr, ne? Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Ich krieg ja auch wieder mehr. 140. Okay. Ich kriege jede Runde 80 Mana, obwohl ich schon alles auf Erforschung gestellt habe. Nächste Einhorn. Es ist auf jeden Fall nicht das letzte Einhorn. Aha. Nein. So, Na schön, dann haben wir den Ring. Der könnte noch nützlich werden.
So, will ich hier wirklich welche transportieren mit dem Schiff? Ja, mal gucken, was der Ring überhaupt kann, ne? Eine Noch-Regenerator? Ne, Verteidigung, Widerstand. Sehr gut. Sehr guter Ring. Wenn wir da ein bisschen mehr Mana haben, können wir den jetzt unserem Helden schicken. Hier, Freibeuter. Mal gucken, wie wir es machen. Der kommt auf jeden Fall vor. Schütze produziert, Schütze. Genau, jetzt machen wir hier Angriff. Vielleicht ein Held an jeder Seite. Genau. So, das sollten wir eigentlich gewinnen. Je nachdem, wie krass er zaubert. Und wie... Ja, sollten wir gewinnen. Die Frage ist, wie viel wir verlieren. Und davon ab, wie gut seine Feinkämpfer treffen und was für Zauber er anwendet. Und wie viel dieser Ritter uns nervt hier. Genau dieser Typ. Kosmische Blitze. Den lohnt sich nicht, der hat eine sehr hohe Resistenz. Die anderen trifft es eher, ne? Ja. Einen sogar eingefroren. Ha! 103. Eingefroren ist gut, vor allem wenn es Fernkämpfer sind. Dann greifen sie nicht an. Wir kommen leichter nach vorne. So, einen, du bist ja ganz schnell, ne? Ja, du musst auf jeden Fall mit hier rüber. Weil hier sehr viele Einheiten stehen und hier sehr wenige, die sie dann zur Not abwehren können. Sind die alle eingefroren? Wow! Das ist ganz schön krass. So. Sportreich weiter. Okay. Da holen wir ihn nach Möglichkeit runter. Null Treffer Wahrscheinlichkeit. Als null. So, haben wir jetzt alle. Okay, er könnte noch Bogenschießen machen. Das macht er auch. Sie könnte noch zaubern zur Not. Kann sogar zweimal zaubern. Also nicht. Wie heißt? Mit Schwindelgefühl getroffen. So, Sport auf ihn. Ja, ab. Ich muss die treffen gut. Ja, und jetzt macht er ihn kaputt. Na gut. Du hier hoch, du dahinter, dann haben alle gezogen. Ja. Den müssen wir uns vielleicht dann jetzt sogar zurückziehen. Sport auf ihn, getroffen. Nur noch eine Runde nach vorne. Komm schon. Einmal mehr wäre auch drin gewesen. Oder ein Schaden mehr, besser gesagt.
Sie kann aber noch zaubern, da könnte sie ihn kaputt zaubern. Aber ich glaube, das brauchen wir eher gegen Le Ritter. Immer noch keine Schwindelgefühle. Viel Schaden. Ich müsste mal anfangen zu verfolgen, wie viel so ein Wall überhaupt aushält. Auch eher unnötig. Zu fahren, was er macht und wen er angreift und ob er ihn tötet. Er könnte ihn töten auf jeden Fall. Ja. Verstricken. Erfolg, gut. Ich muss hier mal kurz das Rollo runter machen. Ich sehe überhaupt nichts. Ah, besser. Schöne Kelleratmosphäre. So, jetzt hat er hier den Segen weggenommen, wenn ich das richtig sehe, ne? Das mit dem Spott ist insofern gut, dass er jetzt den ganzen Weg außen rumrennen muss, wenn er ihn angreifen will. Stellen wir ihn noch ein bisschen im Weg. Natürlich ein bisschen dumm gemacht. Für ihn ist er am Weg, ja. So, mal gucken, wie wir es hier lösen. Du kannst noch. Sehr gut. Lass einfach mal rein. Er kommt sogar durch. Nicht genau beobachtet. Pistole. Also jetzt geht es um ihn hier. Warum triffst du nicht? Warum? Was stimmt nicht mit dir? Gut, nicht getötet. Perfekt. Mal gucken. Ah, und er kriegt ihn. Ah, das könnte ich jetzt nicht an. Okay, ein Verlust. Ja, und Erfahrung ist auch ganz gut verteilt worden. Jetzt haben wir hier eine neue Stadt, die sogar schon Ritter produzieren kann. Dann machen wir das mal so, ganz schnell ein paar Verteidiger und dann fangen wir dort an die Ritterproduktion. Machen wir auch mal. Nur zwei Bogenschützen, das reicht. Die können wir nicht so viel produzieren, ne? Ja. Ich nehme das bei der Pult ab. Ja. So, eure Aufgabe, was macht ihr jetzt? Oh ja, das scheint. Ja, ihn kriegen wir jetzt so, wie er sich dort eingebunkert hat, wahrscheinlich noch nicht tot. Was wir aber versuchen könnten, wäre zum einen diese Stadt wieder einzunehmen und zum anderen mal im Untergrund ein bisschen zu gucken. Wir müssen nur dafür sorgen, dass hier genügend Verteidiger vorgehalten sind. Das wäre wichtig. Du holst mal den hier das Gold ab. Noch zweimal, ja? Wahnsinn. Jetzt überall was produziert, wo wir können. Hier nicht. Da kommen wir jetzt Verteidiger an. Also du gehst auf jeden Fall vor. Dann produzieren wir mal noch zwei Reiter. Mit dem Druck. Ändern in Segen. So, wird hier überall produziert. Hier oben habe ich noch nicht, ne? Noch gerade so viel Gold. Eine Meistergilde und dann Ballons bauen. Bringt uns das was? Hier machen wir schon den großen Garten. Ich denke, das bringt uns was. 90 Mana, 180 Gold. Vielleicht können wir nächste Runde mit Julia ein bisschen verhandeln. Sie hat einen flüssigen Ring und so ein paar Wasserzauber, die ich gerne hätte. Heilender Schauer, Todesnebel, Amphilus, die drei eigentlich. Necron scheint nicht mehr viel zu haben. Seine Runde ist immer schnell vorbei. Ich denke, er hat nur noch diese eine Stadt.
müssen. Das wird schon einige Verteidiger, aber die haben auch eine ganze Möglichkeit, an Angreifern dorthin zu schicken, nach unten. In der Nachbarstadt sind dann auch eine 6er oder 7er Gruppe schon. Wir haben ja zwei Einhörner und einen 8er Trupp noch an kleinen Einheiten. Das ist natürlich alles jede Menge Kleinzeugs. Das ist die Frage. Das ist die Frage auch, wann unser Zauberturm 2, glaube ich, den mit der Bahn fertig wird. In einer Runde, weil dann ist unser Zaubergebiet auch hier. Weiter ist gut, fruchtbar machen, erforscht. Magische Faust ist gut. Ich würde jetzt aber erstmal Zauberexperte 1 erforschen. Waren produzieren. Kannst du fliegende Einheiten produzieren? Nur deine große Einheit dann, ne? Ah, der Droide kann über Wasser gehen. Ding, ding, ding. Oder so. Produzieren wir dann Droiden. Turmwächter wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Machen wir. Zaubern, Untote vertreiben, Schattengänger. Schattengänger brauchen wir auf keinen Fall. Untote vertreiben. Lieber zaubern. Segen kriegt er wieder. Und dann merken wir ja auch erstmal nicht machen. Wir können noch fruchtbar machen, zaubern. Dann verschwinden all diese unangenehmen, blöden Sachen. Ich glaube, das machen wir mehr als Spaß. Das ist ja eine 7er Gruppe. Nächste Runde greifen wir an. Fertig. So, jetzt müssen wir die ein bisschen aufteilen, dass hier die beiden Städte und am Ende auch die Stadt gut verteidigt ist. Die Stadt ist eigentlich durch die vier Leute jetzt hier ganz gut bedient. Jetzt schicken wir mal einen. Okay, sie können hier noch nachproduzieren, aber nein, von einen erstmal hier. Entschuldigung, das Mikrofon hat keine Mute-Funktion, sonst hätte ich euch jetzt diesen Nieser erspart. Genau, dann geht die Gruppe hier hoch. Genau, so, und die noch hier. Da haben wir erstmal ganz gut verteilt, die Leute. So, du gehst hier runter. Ein Speer dann hinterher. Wächter. So, du hast mehr so Scouting-Aufgabe. Wie viele Einheiten noch dort dann sind. Du hast auch Scouten. Oh, Maler. Genau für sowas schicke ich dich hier unten. So, du wirst zwar nicht rechtzeitig schaffen, aber wenn wir dann eine schöne Gruppe aufmachen und wenn noch genügend Leute übrig bleiben. So, ich habe jede Menge Mana. Hast du denn irgendwas Neues? Nee. So, gucken wir mal, was wir hier unterhalten. Die hat schon zwei Ringe, ne? Also die ist schon ganz schön stacked. Vielleicht machen wir das so, dass sie den am Boden wirft, weil im Nahkampf geht er eher er. Da kann er die ganzen Stats gebrauchen. Waldwesen Giftschutz, Widerstand 1. Ja, natürlich schon mit dem Menschen Widerstand. Hat er aber auch. Ich will diesen Ring verschicken. Den kriegt dann sie. Und jetzt verhandle ich am besten noch mit ihr. Ich möchte als allererstes den Amphibios. Habe ich immer falsch ausgesprochen oder falsch genannt. Wie viel sie verlangt, das ist großzügig, also weniger. Begrüßen ist auch gut. Wohl annehmbar. So. Mana. Zack. Serena macht jetzt nicht wirklich viel. Sie rennt immer mal rum mit vereinzelten Einheiten und tut so, als würde sie helfen. Ja, jetzt will er sicher hier einen großen Angriffstrupp wieder losschicken. Deswegen Verteidiger produzieren en masse dort oben. Ja, das ist eine ganz schöne Menge hier, die er hat. Nicht die stärksten Einheiten, aber die Waldbrecher, ne? Die machen genau das,
wie sie heißen. Welle zerschmettern. Die können also normale Mauern angreifen, nicht nur Tore. Und an Toren machen sie, glaube ich, doppelten Schaden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ganz schön hart. Zack. Phibios. Reiter produziert. So. Jetzt produzieren wir noch zwei Freibeuter zur Verteidigung dort. Schütze produziert. So, jetzt hören wir hier aber nicht auf. Ich könnte mir auch so einen Turmwächter produzieren, der gefällt mir eigentlich. So, jetzt haben wir hier. Zack. Ich wollte mir da Ritter produzieren, aber ich glaube, das können wir uns erstmal nicht erlauben. Kurz abwarten. Zauberturm 2. Der Vorschlag war eigentlich nicht schlecht mit so einer Zauberkammer. Machen wir. So. Hier mache ich erstmal Waren produzieren, weil ich mir nicht sicher bin. So. Drei Fernkämpfer, die wir ausschalten müssten. Okay. Ja, versuchen wir unser Bestes. Die Nahkämpfer kriegen wir eigentlich alle klein. Das Problem sind die beiden Typen hier, die wahrscheinlich mit ihren Pistolenschüssen ordentlich reinhauen. Zaubern kann ich. Ich überlege, wenn die so stehen bleiben, ob sich das lohnt, kosmische Blitze drauf zu setzen. Oder ob ich das lieber dann auf so eine große Gruppe setze oder alternativ zweimal Sternenprojektile zaubere. Bin mir noch unschlüssig, wie ich es mache. Auf jeden Fall versuchen wir mal jetzt sowas zu machen. Einzelte schon angeschwächt. Das Wort angeschwächt gibt es nicht. Muss ich mir mal abgewöhnen. Geschwächte Einheiten von den Wellen zu schießen. So zum Beispiel. Verluste sind eigentlich akzeptabel. Auch in größeren Mengen. Sind alles nicht so teure Einheiten, sage ich mal. Sieben Prozent, ja. Dann das so ein Wall, das dann halbiert, dass ich eigentlich 15% hätte. Okay, nicht einmal getroffen, das kann durchaus passieren. Ich muss mir eher überlegen, was ich oben mit meinen mit meinen Einhörnern mache. Die können ja Phasensprung. Wenn ich jetzt hier hin phase, dann kommen diese ganzen Reiter an und die Waldbrecher, das will ich nicht. Ich will eigentlich, wenn die rausgehen, genau in dem Moment reinstürmen. Ich schicke die noch mal ein bisschen hin, falls wir die dann doch irgendwo brauchen sollten. Auf einer Seite. So, wie gesagt, zaubern spare ich mir erstmal. Bogen schießen. Erstmal auf den wir besser treffen. Den kleinen hier, der macht nämlich auch ordentlich Schaden, wenn er noch so lange überlebt. Okay, sehr gut. Ich
Wird super verlustreich. So. Und wir versuchen am besten dann die ganzen Fangkämpfer hier oben mit reinzuschleusen, weil von hier treffen sie niemanden. Ganze 2% Trefferwahrscheinlichkeit. Aber wenn die dann oben stehen und hinter den Nahkämpfern und so, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut werden kann. So, jetzt warte ich noch einen Zug ab, dass hier die Leute rausgestürmt kommen. Und dann kommen meine Einhörner rüber. Straßensprung. Die kleben hier wahrscheinlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, perfekt. Jetzt gilt es nämlich, dass die den Durchgang blockieren, die Fernkämpfer dahinter stehen und die Leute wegschießen. Also hier stehen die schon sehr gut dafür. Ich glaube, bis zu 3 können es noch ganz gut. Die müssten nur auch mal treffen. Hier stehen bringt ihm nicht. Doch, bringt auch noch was. Ja, jetzt müssen sie auch nur noch treffen, ne? Das ist 45%, komm. Okay. Darfst du ihn ruhig auch einmal treffen, danke. So, Phasensprung hier hin. Werden sie wahrscheinlich nicht überleben, aber solange sie einen mitnehmen, ist gut. Man kann er jetzt auch keine Pistole mehr abschießen in der nächsten Runde. Schießen. Geil. So, jetzt geht's drum. Ihn. Wieso triffst du nicht? Triffst du ihn dann, dann ist das Hals im Weg. Das ist schlecht. Du kannst nicht, du kannst nicht. Wer kann noch? Die sollen nichts machen. Ihr könnt noch. Das jetzt klug war, ich hätte ihn lieber rausrennen lassen sollen. Na okay. Dann nämlich relativ ungünstig zum Abschießen. Okay. Dein Job ist, ihn noch mitzunehmen. Sehr gut. Gucken, du triffst ihn nicht, du triffst ihn. Wenn ich mal ihn vorschicken, dann kann er dahinter. Jetzt kommen hier natürlich die Leute erstmal nicht durch. Triffst du irgendeinen, auch wenn es nur 1% ist? Ne. Okay. Armbrust. Mehr bewegen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen ein Problem. Das ist dieser Reiter. Ehrlich gesagt. Und jetzt könnte doch mal das Zaubern hilfreich sein. Ja, das ist ja irgendwie ein Trend, ne? Dass das Zaubern nicht trifft. Ein scheiß Trend. Das ist aber mehr Glück als Verstand, was hier passiert. So, du bist ein Problem. Und du eigentlich auch. Okay, wie machen wir das? Wir machen das so. Du versuchst ihn zu unterbringen. Sehr gut.
Wie weit kannst du? Du kannst dann bis dort reingehen, ne? Ich sehe von hier jemanden treffen. Nicht so richtig, ne? Gut, dann müssen wir das halt so machen, dass du dich erstmal positionierst. Was ist denn dahinter eigentlich? Kannst du gehen? So weit. Du machst nichts, obwohl er wird nicht den Fernkämpfer angreifen. Das hat er auch gebracht. Das ist halt nur eine ganze Massenschlacht hier, ne? Also, es hat nicht viel mit taktisch besseren Einheiten zu tun. Es ist einfach blanke Masse. Mache ich eigentlich selten solche Gefechte, aber hier gibt es jetzt irgendwie keine andere Wahl, habe ich das Gefühl. Okay. Das ist sehr gut. Tja, er wird es wahrscheinlich nicht überleben, wenn wir nicht schnell gewinnen. Und ich wünsche, dass wir so schnell gewinnen. In zwei Runden müsste das sein. Wieso lebst du eigentlich immer noch? Was ist da los? Wir atmen tief durch. Wir atmen noch tiefer durch. Meine Fresse, zwei Lebenspunkte. Schade. Das hat sich auf jeden Fall sein Überleben verdient. Jetzt damit. Wenn er nicht einfach nächste Runde von dem Typen erschossen wird. Ah, wer kann dich noch bewegen? Du. Na dann. Attacke. Also sonst niemand. Du hast sehr wenig Leben. Du hast einfach ab. Wenn wir Verluste minimieren können, dann ist das ja gut. Das geht meistens aber eher hinten raus, weil man vorher nicht abschätzen kann. Steht genau das Haus im Weg, ne? Gut. Vielleicht reißt es, wenn du hier stehst. Nein. Vorher versuchen immer noch mit 1-2 Fernkampfattacken ein bisschen runter zu kriegen. So zum Beispiel. Und jetzt einfach wegkloppen. Ich habe nur 5 Verluste eingefahren. Das ist ganz schön immens gut. Die komplette Truppe hier hat überlebt. Alter Schwede. So. Hier produzieren wir ja schon neue Verteidiger. Und hier lassen wir jetzt einfach mal 8 Verteidiger stehen. Das ist mir egal. Nicht, dass er hier wieder ankommt und rumnervt. Was könnten wir dann hier machen? Wir könnten... Das ist eine gute Idee. Wir bauen jetzt hier eine Tempelanlage und machen dann nächste Runde was Schönes. Vielleicht doch. So, hier üben, drüben will ich wissen, was abgeht. Das sieht einnehmbar aus. Nehmen wir rechtzeitig Leute hin. Wir könnten natürlich auch die Leute mit dem Schiff rüberfahren. Das wäre natürlich von der Zeit natürlich perfekt. Können wir ihn noch extra schicken, weil er kann ja eh schwimmen. Klingt super vernünftig. So. Wir brauchen vielleicht erstmal noch einen zweiten Reiter. So einen Reiter alleine loszuschicken ist ziemlich Selbstmord. Verteidiger.
anwenden. Achso, ich könnte noch das Ding hier reparieren. Irgendwann. Na, dann erstmal jetzt hier. Ja. Und das so. Und dann, damit ich nicht vergesse, das hinterher. Dann kann ich jetzt mal so ein Amphibios machen. Oder? Ja, im Angriff bringt die relativ wenig. Er macht jetzt immer mehr Einheiten hier hin. Dass ich sie am Ende vielleicht gar nicht mehr bezahlen kann. Turmwächter, Turmwächter. Dann haben wir beide so einen Turmwächter, das ist gut. Dann können dann noch mehr Einheiten produziert werden. Verzauberte Welle gehen, glaube ich, also das ist auch noch so eine Art Verteidigungsgebäude. Die gehen, glaube ich, erst mit Zauberturm 2. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut genug erklärt habe. Also es gibt Kaserne, Kriegshauptgebäude, Elite-Gilde, dann hier Tempelanlage ist schon voll. Und dann gibt es Waffenschmiede, große Waffenschmiede, Meisterschmiede oder Meistergilde. Wenn man die hat, kann man die Level 4 Einheit des jeweiligen Volkes in der Stadt produzieren. Durch Age of Wonders Shadow Magic kam hinzu, wenn man Kaserne, Waffenschmiede und Tempel baut, kann man dann also ein volksspezifisches Gebäude noch bauen. Das ist hier in dem Fall der große Garten bei den Halblingen, womit auch noch eine Stufe 3 Einheit gebaut werden kann. Ansonsten sind Kaserne Stufe 1 Einheiten, Kriegshauptquartier Stufe 2 Einheiten, Elite-Gilde Stufe 3 Einheiten. Und jedes Volk hat von Anfang an so eine kleine Einheit Level 1, die es produzieren kann. Waffenschmiede 1 bringt einen Pionier und so eine Ballista oder die erste Belagerungseinheit, dann die Meisterschmiede bringt das Katapult für die meisten und dann die große Waffenschmiede ist das und die Meistergilde bringt dann eine Stufe 3 Belagerungseinheit, die für jedes Volk, nicht für jedes Volk einzigartig, aber Völker haben schon verschiedene davon. Der Turmwächter wurde auch hier produziert. Freibeuter, Kräuterwald. Gibt es einen Katapult? Habe ich so viel Zeit noch? Dann lieber einen Freibeuter noch schnell. Hier habe ich eigentlich vor, mit der Elite-Gilde dann Adlerreiter zu produzieren, die dann hier einfach quer rüber fliegen können, wo ich sie gerade brauche. Das ist die Idee. Wir brauchen jetzt den Frachtraum für die Leute. Auf geht's nach vorne mit dir. Haben wir hier zwei Ritter, Reiter. Mal gucken, mal, Moment, nach oben rum. Bisschen erforschen. Ja, da stehen schon die ersten wieder. Okay. Mana 200, reicht das schon wieder? Zauber, heilende Schauer oder Todes. Heilende Schauer ist auf jeden Fall ziemlich cool. Geburt begrüßen. Annehmbar. Also immer, meistens ist das Doppelte von den Sendekosten. Also wenn ich ihr das jetzt anbiete, muss sie so viel Mana auch haben, dass sie mir den Zauber auch schicken kann. Sonst kann sie das Angebot gar nicht annehmen. Diese Stadt. Das habe ich mir gedacht. Tja,
Wir versuchen ein bisschen Schaden noch zu machen. Jetzt sind so ein Reiter ein bisschen anschlagen. Der dann nämlich 3 Lebenspunkte weniger hat, wenn ich die Stadt belagere, ist das schon ein Vorteil, den ich erringen kann. So, und jetzt gebe ich auf, weil jetzt wird es eh besiegt. Das ist dreist. In dem Sinne dreist. Alter, es trifft nur einer, ne? Ist so eine hohe Resistenz? Ne, haben sie nicht. Also. Im Gegenteil, wir haben eine sehr niedrige Resistenz. Pistole. Pistole kann mehr Schaden machen, deswegen bin ich jetzt nicht auf den gegangen, der es nur noch ein oder so Lebenspunkte hat. Problem wird primär sein, dass nächste Runde der Wall schon weg ist. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Gut wäre das, wenn es den vorher einmal trifft. Perfekt. Den trifft es auch. Geil. Das war cool. Warum lebst du noch? Mein Leben, den lasse ich dann mal am Leben soweit. Du kriegst noch Standholzfühle ab. Schöne Gefühle. Okay, der Ball hat länger gehalten als ich dachte, das ist gut. Zauberblitze nochmal ein bisschen Trick mit möglichst viele Treffen. Armbrust auf ihn, trifft nicht. Trifft. Schöne. Okay, trifft ihn vorher auch, okay. Das lief auch sehr gut. Zauberblitze auf ihn. Schade. Müssen wir überlegen, wie wir das machen. Wir schicken mal so. Vor. Kann er noch so machen? Er kann das machen. Okay, zaubern kann ich nicht mehr. Das ist super dumm, Kollege. Gar keinen kriegen. Das haben beide schon Silbermedaillen. Einwandfrei. Das war ein Satz mit X, Kollege. Das war wohl nichts. Nächste Runde ist. Oh. Er versucht es weiter. Jetzt haben wir natürlich keinen Mana mehr. So, wie sehen die Einheiten aus? Reiter, nicht gefährlich. Unbedingt nicht, also erstmal nicht gefährlich. Wieder dieser Typ. Ah. 50, 55. Auch gut. Gucken, wie die sich hier oben verhalten. Können wir sie ja schon mal ein bisschen in die Richtung positionieren. Aber erstmal noch. Dieser Höllenhunde. Schade, nicht viel Schaden gemacht. Okay, sie gehen auch nach rechts, das ist gut. Nur eine Flanke, auf die ich jetzt achten muss. Wenn sie noch hier drüben wäre, müsste ich dann gucken, wie ich meine Leute aufteile und so. So ist schon gut. Jeder, wie er am besten Schaden macht. Das war gut mit 7 Schaden. Bleibt ja stehen. Gut. Weil hält noch eine Runde. Das heißt, wir können ordentlich versuchen, Schaden zu machen. Und unser Turmwächter hilft uns auch immens. Boom. Die kann man zwar nicht
direkt lenken, wo er angreifen soll, aber je weniger Gegner dastehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen trifft, den wir wollen. Das war zu erwarten. Müssen wir so ein bisschen Opfer anbieten, immer. Dass sie nicht durch die Tür gehen. Durchs Tor. Sieben Schaden, aber gut. Müssen wir überlegen. Ja, müssen wir leider wieder so machen. Da verlieren wir zwar einige Leute, aber lässt sich jetzt nicht anders machen. Toll. Okay, jetzt gibt es noch die Chance, das Herz überleben. Sehr gut. Das war gut. Jetzt greift sie mich hier an, ne? Okay, das sind schon wieder ganz schön viele Einheiten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann versuchen wir so ein paar Bomber auszuschalten. Genau so meine ich das. Und boom. Hauptsache das trifft. Ich bin hier an einem Stein. Lass mich am Leben. Sehr gut. Je nachdem, wie weit jetzt alle vorrennen, könnte er versuchen noch den Fernkämpfer dort zu kriegen, je nachdem wie jetzt sie hier von außen vorrücken. Er muss ja wahrscheinlich aufgeben, er könnte versuchen noch so einen Schützen anzugreifen, dabei aber riskieren zu sterben und ihm eine Medaille zu geben. Dann lieber so. Genau. Jetzt Aufgabe. Mehr kriegen wir hier nicht hin. Julia, da macht mich mal wissen. Drei Beute. Ja, erstmal weiter so. Brauchen jede Menge. Mönch, genau. Drei Beute, jetzt haben wir zwei Freibeute. Lass mal noch ein. Okay, das sieht gut aus. Was hast du hier schon gebaut? Nicht viel. Dann mach erstmal nichts. Ein Hund bereit ist okay. Was könnte man hier bauen? Lohnt es sich hier überhaupt hinten was zu bauen? Komm eh nicht an die Front. Wahrscheinlich nicht. Hier drauf. Lassen sie das ein und überleben. Oder noch besser, sie töten es und kommen nicht rechtzeitig zurück in die Stadt. Das wäre auch akzeptabel. Tja, genau genommen könnte ich diese Gruppe sogar jetzt angreifen und gewinnen, wenn ich das will. Dann könnte ich sie killen, bevor sie sich jetzt vielleicht aus Angst zurückzieht. Das ist unvernünftig. Wieder als Sandwich. Ja, Sandwich hat den Nachteil, dass ich mehr Verluste davon trage. Die Ballista könnte nerven. Aber ansonsten. Den Schützen kann ich jetzt zum Beispiel zurückziehen, wenn ich das will. Oder ihn heilen. Wobei ich die eher für die Zauberblitze brauche. Ist schon gut. Ich spiele einfach Risiko zur Notstiftung. Zugegebenermaßen haben wir sehr wenig Nahkämpfer.
Erstmal du brennst. Und jetzt wehtun alles, was er macht. Ist sogar überlebt. Sehr gut. Ja, auch nur eine Runde länger halt überlebt, muss er mit der Einheit halt ihn töten und kann nicht eine andere Hand angreifen. Ja, die Frage. Fels hat 60%, Feuerbombe, weiß man nicht, ist vielleicht höher, die Wahrscheinlichkeit macht aber weniger Schaden. Das war gut. So. So, ja. Überlebt. Zauberblitze auf ihn. Ja, so, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier zur Rande kommen. Einen Schaden, ernsthaft. Einen Schaden, das ist doch eher was. Und der überlebt die ganze Zeit. Mal gucken, dass wir hier die möglichst schnell kaputt kriegen. Komm mal hier hin. Dann würde ich selber heilen. Geil. Richtig gut gelaufen. Wie viele Verluste? 3. Akzeptabel. Schicken wir mal ruhig 2 nach Norden mit. Da gehe ich hier wieder verteidigen. Sogar mit einer Goldmedaille schon. Scouty die Scout. Okay. Ja, er muss so am besten, ne? Nymphe abbrechen. So, du bleibst hier zum Verteidigen einfach jetzt. Da kann ich einfach gehen. Wir brauchen mehr Verteidiger hier. Map ist gerade am Anrücken. Ich möchte wenigstens die Stadt hier unten noch einnehmen, bevor ich diese Episode beende. Ich habe wenigstens so ein großes Erfolgserlebnis. Jetzt neben den Verteidigungen und so. Okay. Das ist das, was ich wusste, dass Map da ankommt. Was Julia hier macht. Tuniger. Magische Faust erforscht ist gut. Gelehrter. Ja, perfekt. Schütze, so will ich das auch. Freibeuter. Ändern. Wie viel ist hier schon gebaut? Ich glaube, in dem einen. Dem ist schon super viel gebaut, ne? Waffenschmiede. Wie weit? Fehlt nicht mehr viel und hier auch nicht mehr, ne? Aber hier fehlt weniger. Hier könnte ich auch anfangen. Einfach das zu bauen und jetzt und das und dann hätte ich schon Level 4 Einheiten. Verteidigt kriege ich das hoffentlich mit den 6 hier erstmal auf.
Teil weiter oder was ist. Weil hier war ich noch nicht fertig. Hier produziere ich jetzt Futter. Endlos. Genau. Kommt die Verteidiger, treffen sich alle dort. Und hier könnte ich so eine Kapelle bauen. So ein paar Geistliche, wenn ich sie will. Das wäre eine andere Option. Auch eine Elite-Gilde und noch mehr Ritter. Ist aber irgendwie langweilig. Verschiedene Einheiten. Meistergilde. Balloon. Ach, den Ballon brauche ich jetzt eventuell gar nicht, wenn ich dann hier die... Das dauert aber eine ganze Ecke, ne? Dann bauen wir mal hier wenigstens einen Ballon. Hier habe ich überhaupt kein Gold, um noch mehr zu bauen. Gehen hier fertig. Zack. So, du gehst einfach erforschen da hinten. Was man noch so sehen kann. Okay. Ansonsten ist jetzt unsere Aufgabe. Schlecht gemacht. Ich wollte eigentlich erst mit dir ausschalten. Schaffen wir es doch, schaffen wir rechtzeitig auch mit der Kette. Okay. Jetzt erstmal speichern. Ich finde es immer gut, erstmal solche Streunergruppen, genau damit sowas passiert, auszuschalten. Wenn man die mit wenig Verlusten ausgeschalten kriegt. So. Speichern und an. Kapitulation. Klar. An der Stelle schon. Ich muss im Moment sehr aufpassen, dass ich immer genug Einheiten habe. Deswegen nehme ich an der Stelle gerne eine Kapitulation an. Sicherlich verliere ich damit Erfahrungspunkte. Also jetzt auf Dauer. Aber naja. Halt Verluste sparen. So, Untergrund. Wo könnte ich euch dann hinschicken? Map wird sicher hier oben. Ja, siehst du, sieht man das auch, diese Pilze, das sind Felder quasi. Wird hier irgendwo abhängen. Die Frage, ob ich da hin will. Ob ich Nimue hier unten mal einen Besuch abstatte oder ob ich erstmal Necron besiege. Ja. Yeah. Das ist eine ganze Menge Einheiten, aber die sind schlecht aufgestellt, also wenn ich ihn angreife, das mache ich. Ich werde versuchen, Necron anzugreifen. Ich könnte ja dann sogar mit meinen Freibeutern hier rüber laufen und dort zur Not sogar noch mehr über mit dem Schiff rüberholen. Das klingt gut. Dann ist eure Aufgabe dann, mit dem Schiff darüber zu fahren. Eventuell könnten wir vorher hier sogar das Ding machen. Das Schiff, ja, will ich das? Nee, erstmal nicht. Genau, vielleicht nicht. Ja, eine Runde machen wir noch. Dann kann ich das Ding wieder aufbauen und mir überlegen, welche Einheit ich noch dazu ziehe. Ach ja, oben war jetzt das Problem, ich erinnere mich. Tja, wenn du angreifen willst, ist es in meinem Zaubergebiet Map. Einheiten habe ich auch einige. Willst du nur das Ding annehmen? Okay. Machen wir es halt so. Das ist schon wieder nervig, da muss ich jetzt schon wieder reagieren oben. Ich gegen Abtrünnige gewonnen. Ist jetzt eine Belohnung. Großer Garten. Ein Tauren. So, und jetzt muss ich hier reagieren. Elite-Gilde wurde gebaut. Soll ich hier Druiden produzieren? Es geht nämlich langsam die Produktion in sehr vielen Städten los. Hier machen wir noch einen Schützen. Hier machen wir erstmal nichts. Ein und bereit, okay. Okay. Dann brauchen wir dich vielleicht doch. Das sind so viele Einheiten für ein Schiff. Wie, es reicht nicht ganz. Reicht es bis hier? Ja.
uns auch soweit gut. Immer schön die zusammenhalten. Jetzt doch mal irgendwie was übers Wasser kommt. Einhorn bereit. Das tun wir mal hier nehmen. Tun wir nehmen. Au, 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 au. Schwimmen wir da drin und gucken mal ein bisschen. Okay. Losgelöste Insel. Okay, jetzt du hoch. Gebäude wieder aufbauen. Zack. Wächter. Jetzt habe ich genug Mana? Ja. Handeln. Wie viel verlangst du für deinen Ring? Das kann ich aber beim nächsten Mal machen. Gut. Speichern wir hier. Genau, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Das nächste Mal machen wir weiter. Wir haben eine zusätzliche Stadt erobert, unsere Stadt zurückerobert und hier die Städte gut verteidigt. Also alles nach Plan gelaufen. Unser nächstes Ziel ist mal hier diese Drachenhöhle mal reinzugucken und dann Necron endgültig auszuschalten. Das wird mäßig schwer, aber machbar auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was wir weitermachen. Entweder gehen wir dann zu Yaka oder Nimue oder Map wartet ja auch noch in den Höhlen auf sich. Sprich, wir haben noch jede Menge zu tun. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.